Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir sind in Tulum, immer noch, in Mexiko und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute ein bisschen weiter mit Missionchen. Hier hat man Templerjagd. Jetzt sind wir tatsächlich so richtig zum Assassinen. Jetzt sind wir, wir haben nicht nur Assassinen-Aufträge, wir haben Templerjagden. Was haben wir hier oben? Eine Maya-Montur, eine Kiste. Okay, Maya-Montur. Maya-Stele, Maya-Stein mitnehmen. Oder machen wir erstmal Tulum. Genau, wir machen erstmal Tulum, würde ich sagen. Wir erkunden erstmal hier so ein bisschen und werden als erstes erstmal hier hingehen, damit wir nämlich die Maya-Stele mitnehmen können. So, wenn ich da überhaupt jetzt hinkomme, Fragezeichen. In der letzten Folge haben wir tatsächlich mit diesen Berserkerpfeilen und den Schlaffeilen, ja, haben wir zumindest auf die Reihe bekommen, Feinde zu schlafen zu bringen und dann quasi mehr oder weniger lautlos zu töten. Nehmen wir da unsere Freunde. Befreit haben. Gut, hier waren wir schon mal. Erinnert euch? Hier hat man nämlich, glaube ich, einen, den wir, den wir hier so ein bisschen... Warte mal, ich muss gerade gucken. Hier ist nämlich noch eine Kiste nebenbei. Die ist da unten. Ja, eigentlich will ich ja ein bisschen Mission machen. Ja, weiter. Oh, wollen wir jetzt... So, warte mal. Gucken, da ist weiter hoch. Wir wollen nämlich die Stele kurz irgendwie holen. Irgendwie soll da ein Maya-Stein, den wir mitnehmen können. Müssen wir mal gucken. So. Richten Sie die Form an den vorgehobenen Objekten aus. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Wieder ein kleines Rätsel. Warte, warte. Jetzt ist es nicht so ganz richtig. Ich überlege gerade, wie machen wir es? Warte mal, so rum. Ja, da wird ein Schuh draus, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Ist das richtig, eigentlich? Jetzt. So, irgendwo da ist ein Punkt. Genau, dieser grüne Punkt, der da unten aufgeploppt ist. Den müssen wir mal kurz erreichen. Das werden wir... Aua. Und dann finden wir da irgendwas Tolles. Einen Maya-Stein. Nicht. So, den haben wir jetzt auch gefunden hier in Tulum. Dann gucken wir mal gerade weiter. Dann haben wir hier die Kiste. Dann ist hier noch eine Kiste. Keine Sorge. Ich denke mal, leider spätestens in der nächsten Folge machen wir wieder Mission. Sekunde, ich muss mal ganz kurz meine Katze reinlassen. Die hat mich jetzt gerade gefressen und jetzt kriegt sie nämlich... Ja. Jetzt will sie nämlich dazukommen. Ja, komm. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Warte mal, müssen wir da hoch oder was? Oder wie, oder was? Ich frage, wie komme ich denn da hoch? Also, hier ist klar. Das ist ja... Ah, Moment. Blöde Frage, nächste Frage. Kann ich da hoch? Warte mal. Nee. Kann ich da nicht weiter hoch? Ist das... Jetzt das jetzt? Nee, scheinbar nicht. Okay. Wie komme ich denn an die scheiß Kiste ran? Ist die denn irgendwo drin oder was? Wie komme ich denn da ran? Außen rum oder wo? Oh, scheinbar. Die ist entweder sehr, sehr gut versteckt oder. Warte mal. Müssen wir da irgendwie außen rum? Ja, natürlich. Macht natürlich am meisten Sinn.
Übrigens, danke für die vielen netten Kommentare in den letzten Völkchen. In den letzten Folgen und was auch immer. Und dass sie da geschrieben haben, ey, das Spiel ist der Hammer, du machst das toll. Und solche Kommentare habe ich in letzter Zeit Hilfe bekommen. Ja. So macht es natürlich extrem Spaß, euch da das aufzunehmen. So, warte mal, da ist. Könnt ihr mal kurz gucken. Wo ist denn die Kiste? Ah, hier! Hier versteckt sie sich. Nimm mal so mit. Puff. 6 von 7 Truhen in Tulum gefunden. Dann müssen wir. Gut, dann ist die letzte da oben. Ich möchte aber gerne noch diesen Aussichtspunkt hier kurz mitnehmen. Damit wir einen Schnellreisepunkt, einen weiteren Schnellreisepunkt haben. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge mal eine Templerjagd-Abwechslung. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich denn da hoch? Oder wie komme ich denn da rüber? Im Zweifel so. Ja, hier haben wir uns ein bisschen umgeguckt, tatsächlich. Beziehungsweise hier sind wir ja durchgegangen, als wir die Assassinen umgehen mussten. Ja, ihr erinnert euch? In der letzten, vorletzten, drittletzten Folge irgendwie so ein Dreh rum. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan dann dahinter, aber okay. Wo ist denn da hin? Das hatte ich da oben, oder was? Ich da rein, da durch, wie auch immer. Nee, natürlich nicht. Was ist denn der Punkt? Warte mal, der ist doch irgendwo. Der ist doch irgendwo. Bestimmt gut versteckt, würde ich sagen. Der muss ja dahinter irgendwo sein, oder? Ja, das kann doch nicht sein, dass ich da nicht hinkomme. Ich glaube, jetzt muss ich schwimmen, oder was? Sinnvoll. Ja. Muss da weitergehen müssen? Was ist denn der scheiß Punkt? Ist ja hinter, ne? Ich meine, das ist ja klar, dass der wahrscheinlich irgendwo dahinter sein wird. Der wird jetzt einfach nicht zu finden sein. Wow! Ich geh mal weg da. Muss man hier dringend aus dem Wasser raus, weil Krokodile und so, das ist vielleicht selten eine gute Idee, sich mit den Dingern anzulegen. Alter Verwalter, ich hab mich ein bisschen erschrocken gerade, ne? Ja, super toll. Wo bin ich denn da hin? Ich will auch nur die scheiß Dings haben. Ich glaube, da hoch versuche ich. Brauche ich gar nicht zu versuchen, oder? Ja, natürlich nicht. Das ist eine glatte Wand. Warum sollte ich da auch rüberkommen? Was ist denn der Punkt? Also ich weiß, dass der hier vorne ist, aber. Wahrscheinlich muss ich da außen irgendwo rum. Okay. Scheinbar nicht. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Maya-Montur. Wir trotzdem, wenn wir mal wieder zurück marschieren hier. Also wie gesagt, mir fehlt ja die eine Kiste. Das heißt, ich werde auf jeden Fall diese Kiste erstmal holen. Animus-Fragmente, Truhen, Aussichtspunkte. Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Das ist hier dieser. Ich will nämlich die Kiste noch haben. Wenn wir sie erreichen, das ist die große Frage. Die ist aber eigentlich nicht weit weg. Aber die steht bestimmt irgendwo oben auf dem Berg oder sowas. Okay, hier können wir uns ein bisschen.
Ja, warte mal, kurz, hier ist irgendwo ein Dings. Der ist doch bestimmt... Da ist das Ding schon. Okay. Dann hätten wir hier ein Animus-Fragment. So, dann gehen wir mal weiter. Die Kiste befindet sich da oben. Sehe ich das richtig? Auf der Hütte? Aber... Sehe ich da oben auf der Hütte? Oder was auch immer. Wo sind die da hin? Ist die da oben? Ja. Okay, Hilfe. Mehr oder weniger. Das war jetzt keine Absicht. Ich will da hoch eigentlich. Warum kann ich da nicht hoch? Geht's da gar nicht hoch? Jetzt. Warte mal kurz. Das müsste doch... Jetzt sagt mir nicht, dass das Ding nicht erreichbar ist, oder was? Oder muss ich hier rum? Nur ein bisschen versteckt. Mitgenommen. Das ist die letzte Truhe aus Tulum. Aber, blöde Frage, nächste Frage. Wie finde ich diesen Aussichtspunkt? Ich meine, wahrscheinlich muss ich tatsächlich außen rum. So, da ist ein Animus-Fragment, da ist ein Animus-Fragment. Und da ist ein Animus-Fragment. Also drei haben wir noch. Holen wir uns erstmal das ein. Wenn möglich, das einfache Ding. Ich befürchte echt, dass wir außen rum müssen. Ja, ich meine, diese Animus-Fragmente sind meistens irgendwo oben. Im Zweifel irgendwo zwischen den, auf den Bäumen oder zwischen den Bäumen oder was auch immer. Muss ich wachsen jetzt? Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Das Ding ist sicher, ich muss das Ding. Jetzt muss ich da einmal. Ist hier da irgendwas? Naja. Treibgut oder was? Wie hieß das? Stoff, ja. Muss jetzt nicht da schwimmen oder was? Na denn. Muss hier das Ding hin? Das muss ja da oben sein. Also wahrscheinlich ist es dann auf der Rückseite oder was auch immer. Aber ich muss ja hier nochmal den Aussichtspunkt holen. Das heißt, wir werden tatsächlich komplett einmal außen rum schwimmen müssen, oder? Ob ich das kann, überhaupt. Das ist eine große Frage. Ob ich das überhaupt kann. Versuchen wir es einfach mal. Wir haben ja ein bisschen Luft. Die Folge. Wir haben ja jetzt schon. Na gut, wir sind schon bei. Na gut, dann nicht. Gebiet nicht verfügbar. Na geil. Das heißt, wir kommen gar nicht so weit. Okay, dann müssen wir das ein anderes Mal machen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir eine Mission haben. Wir hätten hier nämlich nochmal Chinchorro. Klar. Wir haben noch ein paar vor, aber die möchte ich erstmal. Der Wasser hat uns gerade so ein bisschen genervt. Da waren wir nämlich schon mal dran an dem Ding. Da haben sich ein paar Boote meine Belänge mit eingemischt. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir sind. Da oben ist Mission. Nassau. Wie ist die Mission? Schnellreise. Da wäre eine Mission. Dann machen wir das doch mal. Reisen wir mal kurz nach Nassau. Machen wir eine Mission. Dann beenden wir hier mal Tulum. Zumindest die Eroberung. Und machen mal ein Hauptmissionchen.
das neue Libertalia. Aber das werden wir uns tatsächlich erst in der nächsten Folge angucken. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag.